Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute um meine Duftfavoriten. Parfumtipps von mir für euch für die Jahreszeiten Herbst. Ich hatte euch ja schon mal ein Video hochgeladen, in dem ich meine Duftfavoriten für Frühling und Sommer vorgestellt habe. Zumindest für dieses Jahr. Ich weiß ja nicht, was nächstes Jahr wieder Neues auf den Markt kommt. Da wird auf jeden Fall nochmal ein Video folgen. Aber im Frühling und Sommer habe ich es gerne etwas frischer. Im Herbst und Winter darf es gerne etwas kuscheliger und etwas schwerer sein. Und genau diese Düfte möchte ich euch heute präsentieren. Und ich fange an mit dem ersten Duft. Das ist sogar eine Neuheit. Die gibt es noch gar nicht so lange. Und zwar ist das von Roberto Cavalli, der Just Cavalli, der neue, für die Dame natürlich. Der Flakon ist schon super, super elegant. Gefällt mir wirklich sehr gut, dass er so in Reingold gehalten ist. Und der Duft ist wirklich sehr, sehr schön. Der riecht so ein bisschen ledrig und vanillig, ist ein sehr schwerer Duft, aber trotzdem nicht zu aufdringlich. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne und es lohnt sich wirklich mal daran zu schnuppern. Und ich glaube, er ist sogar gar nicht so teuer. Also lauft los und riecht dran, der ist wirklich ganz, ganz toll. Als nächstes habe ich natürlich noch einen Duft von Roberto Cavalli. Einer aus einer klassischen Linie mit dem klassischen Roberto Cavalli-Deckelchen obendrauf. Der ganz schwarze, ich meine, der kam letztes Jahr so im November. Der riecht sehr, sehr vanillig. Ist auch wieder etwas schwerer und ich trage ihn persönlich lieber am Abend und davon dann auch nicht zu viel, weil dann wird er mir ein bisschen zu doll. Aber trotzdem ist das ein ganz, ganz schöner Duft, der auch super in diese Jahreszeit passt und deswegen darf der in diesem Video nicht fehlen. Viele von euch kennen wahrscheinlich diesen Duft, das ist der des Lacoste Pour Femme. Es ist so schön, es ist ein wirklich schöner Alltagsduft, es ist nicht so aufdringlich und der ist wirklich sehr, sehr lecker. Also ich kann das kaum beschreiben, der riecht sehr frisch, aber trotzdem vanillig frisch irgendwie, also so wie, ja, frisch eingecremt irgendwie. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall und wenn ihr was Leichtes für den Alltag sucht, was trotzdem in diese Jahreszeit passt, dann kann ich euch den auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wieder was Leichtes, auch wieder für den Alltag, der Trussardi My Name. Ich liebe ihn, er ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Auch wieder sehr dezent, hat eine gewisse Zurückhaltung, riecht auch wieder sehr vanillig. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Geruch kennt. Ich assoziiere damit immer, wenn man gerade geduscht hat und sich eingecremt hat nach dem Duschen und das Badezimmer noch so ein bisschen in diesem Dunst steht und man, keine Ahnung, noch mal kurz da reinkommt, weil man irgendwie noch was vergessen hat und dann diese Duftwolke, die dann kommt, dieser warme Dampf und dieser Geruch von der Creme mit dem Duschgel gemischt, ja, irgendwie so wie frisch geduscht riecht der. Wirklich sehr, sehr angenehm. Was ich etwas schade finde, ist, dass der nicht so lange hält. Zumindest nicht auf meiner Haut. Auf jeder Haut ist das ja anders, aber ich finde den so schön. Also es lohnt sich da wirklich mal dran zu schnuppern. Auch wenn der Flakon nicht so ansprechend aussieht. Aber irgendwie hat er was. Ich weiß nicht, ihr müsst dran riechen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir zu einem sehr eleganten Duft. Und zwar ist das dieser hier von Elisab, das Le Parfum. Einige kennen ihn gar nicht. Es ist ein Modedesigner, der auf jeden Fall einen super Duft rausgebracht hat. Und es gibt davon eine kleine Reihe. Es gibt einen dunklen, einen mittleren, das ist dieser, einen hellen und einen grünen, der kam im Frühjahr raus. Der ist ein bisschen frischer. Aber das hier ist mein absoluter Liebling. Der ist nicht zu kräftig, aber auch nicht zu sanft. Der ist schon, der umhüllt einen richtig in eine Eleganz und das gefällt mir so, so gut. Auch der Flakon ist wirklich super, super gelungen. Sieht aus wie so ein, ja, wie so ein Kristall. Und ist auch ein kleiner Tipp für die, die Alien lieben. Alien ist ja nun ein sehr schwerer Duft und ich mag Alien auch sehr, sehr gerne. Allerdings habe ich diesen Duft nicht mit in das Video reingenommen, weil einfach auch zu viele ihn schon kennen und weil ich ihn mir auch etwas überrochen habe. Also ich kann Alien nicht so lange auf meiner Haut riechen, dann kriege ich nämlich Kopfschmerzen. Und bei dem hier ist es nicht so. Der geht aber in dieselbe Duftfamilie rein. Also ja, wenn ihr Alien liebt, dann schnuppert mal an dem und ihr werdet wissen, was ich meine. Last but not least kommen wir natürlich auch zu meinem allerliebsten Favorite für diese Jahreszeit. Und zwar ist das der Hypnotic Poison. Viele von euch kennen diesen Geruch wahrscheinlich und werden ihn genauso lieben wie ich. Und ich muss sagen, ich kann nicht mehr ohne ihn in dieser Jahreszeit. Es ist wirklich ein Alltagsbegleiter von mir geworden. Ich bin süchtig nach diesem Geruch
Und am liebsten habe ich ihn sogar in der Weihnachtszeit, weil er mich absolut an die Weihnachtszeit erinnert. Egal, wann ich dran rieche, im Frühling, im Sommer oder im Herbst. Ich muss immer an Weihnachten denken, wenn ich an diesen Flakon schnupper. Und jetzt ist im Moment der Zeitpunkt da, im November, wo so langsam die ersten Weihnachtssachen in den Läden zu kaufen gibt, wo es Lebkuchen gibt und so langsam fängt das an, dass ich den hier wirklich nicht mehr missen möchte. Also wenn ihr diesen Duft nicht kennt und wenn ihr wissen wollt, wie ich im Moment so rieche, dann schnuppert mal hier dran. Ich glaube, ihr werdet ihn genauso lieben. Ja. Wir sind am Ende meines Videos. Ich weiß, es war nicht zu lang, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich habe ja das letzte Mal ein 14-Minuten-Video hochgeladen über sehr große Locken, also Big Wavy Hair. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann könnt ihr gerne mal hier oben hinklicken oder unten in die Infobox, falls ihr mit dem Handy gucken solltet. Dann seht ihr auf jeden Fall nochmal das Video. Es ist ein bisschen länger geworden, dafür ist dieses hier ein bisschen kürzer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Durchschnuppern, wenn ihr das nächste Mal in der Parfümerie seid und hoffe natürlich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.